Ja, wie angekündigt, berichte ich auf dem YouTube-Kanal Hanich The View über die aktuellen Entwicklungen in dem Mordprozess, an dem der Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke. Verhandlungstag 2 ist gerade vorbei. Ich muss das Video ein bisschen wackeliger gestalten, weil ich vor allem schnell und sachlich berichten will. Es war ein interessanter Verhandlungstag aus verschiedenen Aspekten, die ich gerne erklären will. Zunächst begann der Verhandlungstag durchaus wieder mit einigen Anträgen. Dabei muss man vielleicht erklären, dass diese sogenannten Anträge die einzige Möglichkeit der Verteidigung sind, das Gericht zu Stellungnahmen zu zwingen, zu Beschlüssen sozusagen zu zwingen, wenn die Verteidigung andere Ansichten über den Gang der Hauptverhandlung hat oder andere Ansichten durch die Mandanten an uns herangetragen werden. Heute ist es so, dass wir tatsächlich einen weiteren Befangenheitsantrag stellen mussten. Aber da ist es nicht so einfach, dass das ein Befangenheitsantrag ist, wo man einfach so sagt, na ja, das machen die ja immer. Nein, diesmal ist es ernsthaft so, dass unser Mandant durchaus stark verunsichert war, weil der Vorsitzende Richter, der ansonsten natürlich ein sehr erfahrener und auch kompetenter Richter ist, tatsächlich etwas weit gegangen ist. Zum Schluss der letzten Verhandlung sagte er nämlich wörtlich, vertrauen Sie nicht Ihren Anwälten, vertrauen Sie mir, machen Sie ein Geständnis. Und das hat natürlich auf einen Angeklagten, auf den möglicherweise eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes wartet, eine erhebliche Wirkung. Natürlich war Herr Ernst verunsichert und natürlich hat Herr Ernst Angst gehabt. Und natürlich sagt er, ja, was mache ich denn jetzt? Höre ich auf den erfahrenen Richter oder höre ich auf meine Verteidiger? Wir als Verteidiger haben ihm ja zunächst anfänglich geraten zu schweigen, auch aus gutem Grund, wie der Prozessverlauf in den nächsten Tagen und Wochen sicher zeigen wird. Nachdem aber nun diese Anträge gestellt waren und es auch noch ein bisschen technisches Geplänkel durch die Verteidiger des Herrn Markus H. gegeben hat, was den Richter etwas erboste, ging die Verhandlung dann doch weiter. Und zwar wurde heute damit begonnen, zunächst ein Video zu zeigen, und zwar ein Video, ein Vernehmungsmitschnitt des, wir nennen es in dem Verfahren mittlerweile, des ersten Geständnisses des Herrn Stefan Ernst vom 25. Juni 2019. Also sehr kurz nach seiner Tat hat Herr Ernst sich hier bereits eingelassen. Er hatte damals wohl auf Anraten seines damaligen Verteidigers eine Erklärung abgegeben gegenüber der Polizei, eine sehr ausführliche Erklärung, die auch mitgefilmt worden ist. Und dieses Video wurde also heute vorgeführt. Wir waren davon nicht sonderlich überrascht. Einige Medien hatten es vorher auch schon aufgenommen. Wir haben zunächst versucht zu argumentieren. Wir hätten als Verteidiger es lieber gesehen, ein anderes Video, nämlich das der zweiten Vernehmung zuerst zu sehen und dann erst dieses Video vom 25. Juni letzten Jahres. Aber nun ist es chronologisch gelaufen und das ist auch ganz in Ordnung. Was hat es denn mit den verschiedenen Geständnissen auf sich, die wir heute gesehen haben? Oder das erste haben wir heute gesehen, das zweite werden wir später sehen. Es ist viel darüber spekuliert worden, was sind taktische Fragen und was ist die Wahrheit. Ich will und ich kann an dieser Stelle soweit nicht vorausgreifen, aber natürlich spielten auch taktische Erwägungen eine Rolle, das muss man ganz klar sagen. Und natürlich, und das ist vor allem wichtig, sind tatsächlich Teile dieser ersten Aussage nicht wahr, nicht korrekt. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass alles, was hier in dieser Aussage von Herrn Ernst damals gesagt worden ist, falsch ist. Zum Beispiel hat sich heute natürlich bei dieser Videoeinvernahme auch gezeigt, auch nun auch für die Öffentlichkeit ganz öffentlich gezeigt, dass Herr Ernst natürlich Kenntnisse über das Waffenversteck hatte, die Ermittler zu der Tatwaffe geführt hat, sodass natürlich auf der Hand liegt, dass er als Täter Wissen hatte, dass im Grunde genommen nur ein Täter haben kann. Ne? Wie man das rechtlich würdigen muss, das wird eine weitere, das werden weitere Verhandlungstage natürlich zeigen. Das wird auch zeigen, was vielleicht in den nächsten Vernehmungen passiert. Wir haben nochmal sehr deutlich gemacht, dass keinesfalls von Seiten der Verteidigung beabsichtigt ist, hier weiter und für immer schweigen zu wahren. Wir haben lediglich deutlich gemacht, dass eine Erklärung des Herrn Ernst im Moment nicht zu erwarten ist und das hat primär taktische Gründe. Was aber wichtig ist und was mir am Ende sehr viel bedeutet hat, und damit will ich dieses kurze berichtende Video vielleicht dann auch schon beschränken, sind ein paar Emotionen, sind ein paar emotionale Eindrücke, die Verhandlung auf mich heute hinterlassen hat. Ich bin erstaunt darüber, dass der Mitangeklagte Markus H. sehr selbstbewusst in die Verhandlung geht, ja, mit Mimik und Gestik zu erkennen gibt, dass er hier doch nicht sonderlich aufgeregt ist und recht siegesbewusst in die Kamera schaut, während Herr Ernst von der ganzen Sache, Entschuldigung, sehr, sehr betroffen ist und sehr betroffen wirkt. Also das merkt man schon. Herr Ernst hat an vielen Stellen heute beim Ansehen dieses eigenen Vernehmungsvideos Tränen vergossen. Und es waren keine Krokodilstränen, wie man das so sagt, sondern man hat ihm angemerkt, dass ihn das alles sehr mitgenommen hat. Und ich möchte was Ungewöhnliches eigentlich tun. Die letzten Sätze dieser Videovernehmung, möchte ich einfach hier verlesen, weil
Es ist ja nun mal öffentlich und ich möchte Ihnen und euch durchaus sagen, was Herr Ernst in seiner Vernehmung unmittelbar nach dem Tötungsdelikt am 25. Juni 2019 am Ende gesagt hat. Auf die Frage so, Herr Ernst, wir sind durch, möchten Sie die Vernehmung noch etwas hinzufügen, hat er gesagt mit gebrochener Stimme, ja, also das, was ich getan habe, es tut mir unendlich leid, was ich getan habe. Es tut mir so leid, dass ich es nicht wieder zurückdrehen kann, dass ein Mensch sterben musste letzten Endes, weil er die falschen Worte gesagt hatte. Es sollte nicht sein, dass ein Mensch sterben muss für seine Worte. Es tut mir unendlich leid, dass ich dieser Familie einen lieben Menschen genommen habe, der nicht wieder zurückkommt. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Das ist ein Statement, geht noch ein bisschen weiter, was mich zumindest berührt hat, auch wenn das Geständnis widerrufen ist und damit formell zumindest das Eingeständnis, dass Herr Ernst selber dieses Tötungsdelikt verübt hat, zunächst mal vom Tisch ist, sondern erst in der Verhandlung sich jetzt zeigen wird, wie es weitergeht. Es ist doch zumindest ein deutliches Signal und das hat man auch an den Tränen des Herrn Ernst heute in der Verhandlung gesehen. Der Tod des Herrn Dr. Walter Lübcke, an dem Herr Ernst, und das denke ich steht für alle Beobachter fest, zumindest einen Anteil hatte, tut ihm wahnsinnig leid. Das ist ein Zeichen von Reue und das ist für mich bemerkenswert. Sowas habe ich auch in den verschiedenen Prozessen selten erlebt. Mit diesen Worten will ich die Berichterstattung heute hier beenden. Wir werden weiter berichten. Es gibt jetzt eine Verhandlungspause bis zum 30. Juni und dann wird das Vernehmungsvideo der späteren Vernehmung gezeigt werden und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Auch wir als Verteidiger, der Herr Rechtsanwalt Kaplan und ich, machen uns Gedanken. Es gibt immer wieder neue Entwicklungen. Auch heute gab es wieder ein paar neue Impulse und Entwicklungen, über die wir nachdenken müssen. Wir haben eine Strategie auch für diese Verhandlung mit dem Ergebnis, dass am Ende ein faires und rechtsstaatliches Urteil gegen unseren Mandanten erstritten werden soll. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie dabei. Abonnieren Sie bitte den YouTube-Kanal Honey's the View. Wir berichten auch hier weiter sehr, sehr schnell und sehr, sehr kurzfristig, unmittelbar nach den jeweiligen Verhandlungstagen über den Prozess gegen Stefan E. und den Mitangeklagten Markus H. zum Nachteil von Dr. Walter Lübcke.